Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Viktor Orbán nahm am Dienstag an einer Podiumsdiskussion auf dem Wirtschaftsforum von Katar in Doha teil. Bloomberg ist einer der Hauptsponsoren des Forums und so wurde der ungarische Premierminister vom Chefredakteur der Wirtschaftszeitung interviewt. Sie sprachen darüber, warum Ungarn die Ukraine nicht mit Waffen unterstützt, sowie über die ungarisch-schwedischen politischen Beziehungen. Orbán Viktor sagte, dass sich die schwedisch-ungarischen Beziehungen verbessern müssen, bevor Ungarn für einen NATO-Beitritt stimmt. Mit dem Titel »Ich treffe dich bei Gott, mein Bruder – Zigeunergeschichten« wurde am Dienstag im Ethnographischen Museum in Budapest eine neue Ausstellung eröffnet. Der Titel ist eine gängige Grußformel der Zigeuner. Das Besondere an der Ausstellung ist ihr Ansatz, der die Bräuche und das Alltagsleben der ungarischen Zigeuner als Wert und Teil des gemeinsamen nationalen Erbes betrachtet. Die Ausstellung präsentiert ethnografische Themen wie Hochzeiten, Trauerfeiern, Volksglauben und Handwerk, aber der Schwerpunkt liegt auf dem Menschen und den menschlichen Beziehungen. Einer der populärsten Romane des ungarischen Schriftstellers Vas Olbert ist jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Das 1949 erschienene Buch »Gib mir meine Berge zurück« wurde von Jörg Seidel ins Deutsche übersetzt und ist beim Verlag Antaios erhältlich. Der ungarische Originaltitel des Buches ist »Odjatok vissza a hegyeimet«. Es ist das 14. populärste Buch in Ungarn und stellt die Geschichte eines früh verwaisten Jungen vor, der die Schwierigkeiten und Nöte der siebenbürgischen Ungarn in einer Erzählung zusammenfasst. Ein Kleintransporter ist in Mezőkovácshaza mit einem Zug kollidiert. Obwohl die Ampel bei der Schranke rot zeigte, versuchte der Transporter den Bahnübergang zu überqueren und kollidierte schließlich mit dem Zug. Nach Angaben des Katastrophenschutzes befanden sich eine Person im Lieferwagen und sechs Personen in dem Zug. Es gibt noch keine Informationen darüber, wie viele Personen verletzt wurden. Die MAV teilte später mit, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und die Züge wieder fahren würden. Am 25. Mai öffnet Madame Tussauds Budapest seine Türen im Stadtzentrum. Bei der Pressevorstellung am Dienstag wurden die 51 Wachsfiguren enthüllt und ein bisher streng gehütetes Geheimnis darüber verkündet, wen sie darstellen. Das Projekt hat insgesamt 8,5 Milliarden Forint gekostet und soll jährlich 300.000 Besucher anziehen. Unter den 51 lebensgroßen Statuen befinden sich die von George Clooney, Will Smith, Tom Hanks sowie von berühmten Politikern der Vergangenheit und Gegenwart. Das 24. Madame Tussauds Panoptikum der 250 Jahre alten globalen Tourismusmarke befindet sich im Palazzo Dorottya im 5. Bezirk von Budapest in der Nähe des Vörösmarty-Platzes. Die Eintrittspreise haben es in sich, aber beim Vorauskauf kann man sich über 10% Rabatt freuen. Zum dritten Mal findet in Chátoraja Újhely das Derinée-Festival statt, bei dem vom 19. bis 23. Juli 5 Tage lang an 11 Veranstaltungsorten mehr als 70 kostenlose Programme auf Kulturliebhaber warten. Das Festival wurde vor 3 Jahren ins Leben gerufen und bietet Auftritte zahlreicher bekannter Künstler. Die Besucher können die bekannten Melodien der Rockoper István a Király und Auftritte vieler anderer bekannter ungarischer Sänger und Bands sowie Theateraufführungen genießen. Das Gourmet-Festival, die umfassendste Veranstaltung der ungarischen Gastronomie, findet vom 2. bis 4. Juni im Millenarisch in Budapest mit mehr als 100 Ausstellern statt und konzentriert sich diesmal auf die neue Generation. Bei der Pressekonferenz sagte der Hauptorganisator der Veranstaltung, dass noch nie zuvor so viele neue Restaurants vorgestellt wurden, wobei ein Viertel der mehr als 50 ausstellenden Restaurants neu sind. Der Schwerpunkt des diesjährigen Festivals wird auf Erneuerungen, Innovationen, neuen Trends und Technologien liegen. Am 28. Mai bietet die Széchenyi Berg Kindereisenbahn in Budapest kostenlose Fahrten für Kinder unter 18 Jahren an, anlässlich des Kindertages. Außerdem werden an der Endstation Hüvösvöll den ganzen Tag über Familienaktivitäten angeboten. Für die Kleinsten gibt es Gesichtsbemalung, Kreativhaus mit Workshops und eine Hüpfburg. Die Besucher können ein Feuerwehrauto von innen und außen besichtigen und eine Fahrt mit einem Nostalgiebus unternehmen. Das Bühnenprogramm umfasst wissenschaftliche Experimente und eine Jongliershow. Das Wetter in Ungarn. Am Mittwoch kann es zunächst im transdanubischen Raum, dann zunehmend östlich der Donau und im Südwesten zu Schauern kommen.
Im westlichen Teil des Landes weht ein kräftiger Nord-Nordwestwind, der bei Gewittern auch stürmische Böen mit sich bringen kann. Die Sommerstimmung bleibt mit Tagestemperaturen zwischen 21 und 27 Grad. Der Wechselkurs liegt heute bei 375 Forint für einen Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.